Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch DM-Neuheiten im Live-Test. Ihr konntet schon in meinem letzten Video bestimmen, was ihr gerne als nächstes sehen möchtet. Und dieses Thema hat eindeutig gewonnen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt mit Produkt Number One. Was ich euch noch sagen wollte, viele fragen mich immer nach dieser Kette. Schaut mal gerne in die Infobox, da habe ich euch die Kette verlinkt und dazu auch noch einen Rabattcode. Also, falls euch das interessiert, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und jetzt starten wir wirklich mit Produkt Nummer 1. Und zwar ist das eine Highlighter-Palette. Und zwar ist es diese hier von L'Oréal. Und zwar die, ich kann kein Französisch, La Vie Vient en Glow Palette de Poudre Illuminatrice. Keine Ahnung, auf jeden Fall, wie gesagt, eine Highlighter-Palette mit 4 verschiedenen Farben. Und ich fand die mega schön. Ich habe die auch schon auf meinem Handrücken geswatcht. Und da hat es mir richtig gut gefallen. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier genauso gut sein wird. Ich bin jetzt mal näher an die Kamera gekommen. Nicht wundern, ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Dementsprechend sieht mein Make-up natürlich auch aus. Ich werde mich im Laufe des Videos auch abschminken und meine Haare waschen. Von daher ist es, glaube ich, ganz okay, wenn wir jetzt nur noch den Highlighter ausprobieren. Ich habe jetzt extra keinen Highlighter drauf. Ich trage mir den jetzt erstmal auf den Handrücken auf und zeige euch dann die Farben. Und dann werde ich den Lieblingston auch noch auf meine Wangen auftragen. So, hier bin ich jetzt schon mal mit meinen Händen drin. Es sieht richtig, richtig vielversprechend aus. Das hier kann man nicht übersehen. Ist das geil. Die sind so mega schön. Mir gefallen hier wirklich alle Töne sehr gut, aber ich denke, dass der hellste momentan am geeignetsten für mich ist, weil ich halt einfach fast durchsichtig bin und da kann man halt nicht so einen ganz dunklen Ton hier auftragen. Da muss ich dann erstmal für den Urlaub fahren. Und deswegen werde ich mir jetzt erstmal den hellsten Ton, also die 01 Sundust, auftragen. So, gehe ich mal schön hier mit dem Pinsel rein und dann mal schauen. So, dann jetzt noch hier schön auf der Nase. Okay, das war ein bisschen viel. Ja, Leute, ist der schön oder ist der schön? Boah, der ist echt gut pigmentiert. Aber für den Preis sollte das Ganze auch gut pigmentiert sein. Also das war wirklich gar nicht mal so günstig, der Spaß hier. Ich schau mal gerade nach, wie viel das genau gekostet hat. So, ich habe die Quittung hier jetzt mal gefunden. Und der ganze Spaß hat 14,95 Euro gekostet. Also das ist ein stolzer Preis. Ist wirklich nicht gerade günstig. Aber dafür sind die Farben halt auch echt gut pigmentiert. Und man hat halt echt was für die Handtasche quasi, ne? Zum Reisen ist das super. Man hat 4 verschiedene Farben. Die sind sehr, sehr gut verstaubar. Also die Packung ist sehr, sehr schmal. Und die kann man wirklich in jede Ritze packen. Und von daher für mich würde ich sagen, Daumen hoch dafür. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich mich im Laufe des Videos abschminken werde. Und zwar werde ich das Ganze mit dem Garnier Micellenwasser machen. Hier habe ich jetzt eine neue Sorte und zwar speziell für empfindliche Haut und Augen. Und ich finde, das sah einfach mega komisch aus hier mit dem Blau oben. Das ist schon so ein bisschen freaky. Und ich werde mir jetzt einfach mal ein paar Wattepads nehmen und mich abschminken und mal gucken, ja, wie angenehm das Ganze ist. Ob ich irgendwas auszusetzen habe, ob ich mich überhaupt richtig abgeschminkt bekomme. Und ich würde sagen, starten wir mal, oder? Ich habe mir jetzt extra mal meine Haare aus dem Gesicht gemacht. Sicher ist sicher. Und jetzt schütteln wir das Ganze mal. Und dann starte ich mit Wattepad Number One. Hier sieht es auf jeden Fall schon mal nicht blau aus. Okay, hier sieht ihr ja den Bronzer sehr. Mal gucken, wie es ist, wenn ich einmal drüber wische. Okay, es ist ab. Es ist einfach komplett ab. Das ist mal echt, wow. Ich weiß, warum ich das Zeug liebe, echt jetzt. Hier habe ich übrigens einen langanhaltenden Lippenstift von NYX drauf. Wenn ich die Farbe finde, werde ich sie euch in der Infobox verlinken. Ich habe gerade hier schon mal ganz leicht drüber gewischt und hier ist schon die Kontur weg. Mal gucken. Okay. Das ist so krass, das Zeug. Ich bin sowieso schon ein mega Fan von den Gesichtswassern von Garnier, aber also das toppt jetzt echt alles. Ich muss sagen, ich habe auch recht empfindliche Haut. Also je nachdem, wenn ich viel rubbel oder so, dann fängt das bei mir auch richtig an zu brennen. Und ich habe jetzt schon für meine Verhältnisse recht viel gerubbelt und bisher kann ich überhaupt nichts sagen. Ich bin immer noch bei Wattepad Nummer 1 und es funktioniert immer noch mit dem Abschminken. Also ich habe fast die ganze untere Partie bisher abgeschminkt, außer hier. Das könnt ihr ja sehen. Für meine Wimpern nehme ich dann jetzt wieder ein frisches Wattepad und ich mache das einfach so, wie ich das sonst auch immer mache. Einmal ganz kurz hier so ein bisschen
einwirken lassen. Ja, die Mascara ist auf jeden Fall restlos weg. Hat super funktioniert. Klar, ich musste ein bisschen rubbeln und ein bisschen hin und her bewegen, aber ich denke, das ist normal. Gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich mache den Rest jetzt auch noch, aber ich kann euch jetzt schon sagen, Daumen hoch für dieses geile Produkt. Wie ihr seht, bin ich jetzt ganz ungeschminkt und wie gesagt, ich kann hierfür nur alle Daumen hoch geben. Die Foundation und alles andere ging super gut ab, es hat überhaupt nicht lange gedauert. Und meine Haut, ich habe sie jetzt noch nicht eingecremt, die fühlt sich so mega weich an und ich muss meine Haut eigentlich immer ganz, ganz, ganz schnell eincremen. Und insgesamt bei dem Micellenwasser von Garnier habe ich da überhaupt nicht das Gefühl, als müsste ich das. Also sie ist sehr, sehr weich, die Haut, und ich kann euch die Produkte sehr, sehr ans Herz legen und auch das hier. Das war echt super. Wie gesagt, habe ich mich noch nicht eingecremt und ich habe mir dafür dieses Ding hier geholt. Das ist von Garnier, das Skin Active Feuchtigkeitsboostendes Botanisches Pflegegel. Feuchtigkeitsboostendes Botanisches Pflegegel 3-in-1 Tag, Nacht und Maske. Das heißt, man kann es als Nachtpflege, als Tagespflege und sogar als Maske verwenden, wenn man das etwas dicker aufträgt. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Hier steht mit Bio-Aloe Vera. Ich öffne das Ding hier jetzt einfach mal. Und dann schauen wir mal. Ist irgendwie komisch, weil das so durchsichtig ist und so. Aber es riecht auf jeden Fall sehr gut. Und es riecht auch nicht künstlich oder so voll mit Parfüm. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ich habe jetzt mal hier so ein bisschen genommen. Ich gucke mal gerade, wie viel das denn überhaupt gekostet hat. Das werde ich mir jetzt hier im Gesicht verteilen. Ich bin wirklich sehr, sehr eigen, was Gesichtscremes angeht. Also ich kann echt nicht alles benutzen. Und von daher, wir werden sehen. Okay, also die Pflege zieht auf jeden Fall mega schnell ein. Also ich habe jetzt hier schon gar nicht mehr das Gefühl, als hätte ich hier so wirklich viel Produkt aufgetragen. Meine Haut fühlt sich sehr gepflegt an. Ja, sie klebt ein bisschen, aber das stört nicht. Die Textur davon ist sehr leicht. Also ich spüre gar nicht mehr, dass ich was aufgetragen habe. Aber die Haut fühlt sich sehr gepflegt an. Und ja, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich hätte gedacht, ich brauche da auf jeden Fall noch was drüber. Ich würde echt sagen, Daumen hoch dafür. Also sie zieht schnell ein. Es fühlt sich nicht so an, als hätte man so eine Fettschicht auf der Haut. Die Haut fühlt sich gepflegt an. Sie fühlt sich jetzt weich an. Also wenn das, glaube ich, ganz getrocknet ist, dann fühlt sie sich richtig weich an. Jetzt gerade seht ihr, ist da noch so ein bisschen Widerstand. Es quietscht noch. Aber ansonsten, das gefällt mir mega gut. Also ich werde jetzt mal so ein bisschen abwarten. Ich kann euch ja gleich nochmal sagen, wie sich das Ganze entwickelt und ob ich doch noch das Gefühl bekomme, als würde ich noch Gesichtspflege gebrauchen. Aber bisher, ja, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Okay, bei dieser Sache war ich mir nicht sicher, ob das mega unnötig oder mega cool ist. Und zwar gibt es eine neue Zahnpasta. Das soll eine Whitening-Zahnpasta sein. Und zwar von Curaprox Candy Lover. Das gab es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich habe hier jetzt Wassermelone genommen. Finde ich sehr, sehr mysteriös. Das Zeug hat sogar 13,95 Euro gekostet. Ist schon nicht schlecht für eine Zahnpasta. Immerhin haben sie noch eine Zahnbürste in der passenden Farbe dazugelegt. Und ich bin auch mal gespannt, ob sich mein Mund danach schön frisch anfühlt oder ob das frisch schmeckt oder ob das so fies schmeckt, wie nachdem man einen Kaubonbon gekaut hat. Man kennt das ja, wenn man dann so 20 Minuten wartet, dann ist der Geschmack eigentlich nicht mehr so geil. Jetzt gerade, als ich es aufgemacht habe, hat es schon mega krass gerochen. Richtig nach Wassermelone, nach Hubba Bubba. Geil. Also da freue ich mich jetzt auf jeden Fall drauf. Okay. Ich habe gedacht, das wäre auch rosa, aber das ist weiß mit rosa Kugeln. Mit pinken Kugeln eher gesagt. Oh Gott, es riecht so lecker. Ich habe auch richtig das Bedürfnis, mir damit jetzt in den Mund zu gehen. Ach ja, ich sollte die Zahnbürste noch nass machen und dann werde ich es tun. Da das ja eine Whitening-Zahnpasta ist, zeige ich euch jetzt nochmal schön meine Zähne, damit ihr auch gleich schön beurteilen könnt, ob die heller geworden sind. Ich werde das dann gleich im Vergleich einfach einblenden. Also mache ich mir gerade diese... Oh, die schmeckt so lecker. Geil. So, die Zähne sind geputzt und hier könnt ihr jetzt den Vergleich sehen.
Da-da-da-da-da. Ich werde mir jetzt noch kein Urteil darüber bilden, sondern erst, wenn ich das Ganze schneide und nebeneinander sehe. Und dann könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denn einen Unterschied seht. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, im ersten Moment schmeckt das richtig geil nach Melone. Und dann ändert sich der Geschmack, schmeckt gar nicht mehr nach Melone. Und dann schmeckt es nach Menthol, aber gut. Und jetzt fühlt sich ja alles sehr frisch an, sehr mentollastig und ja, fühlt sich frisch geputzt an. Die Zähne sind richtig, richtig schön sauber geworden. Ja, fühlt sich einfach toll an in meinem Mund. Also von dem Aspekt her würde ich auf jeden Fall sagen, Daumen hoch. Aber mal sehen, wie das dann mit dem Whitening ist. Da habe ich mir für ganze 4,95 Euro ein festes Shampoo geholt. Das war auch neu im DM und ich fand das einfach mega spannend. Ich habe noch nicht reingeguckt, wie das aussieht. Auf jeden Fall steht hier Foamy Aloe Spa, feuchtigkeitsspendendes festes Shampoo für trockenes Haar. Und von außen riecht es schon richtig, richtig lecker. Und hier hat schon jemand versucht, das zu öffnen, aber hat es anscheinend nicht geschafft. Und deswegen werde ich das jetzt hier noch machen. Ehrlich. Okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Spektakuläres. Das ist einfach eine Seife. Die riecht ultra lecker. Ach, voll geil. Aber ich bin mal gespannt, wie gut man damit seine Haare einseifen kann und so. Deswegen werde ich jetzt duschen gehen und ich versuche euch das zu filmen, wie ich das einschäume und so. Falls ich das nicht kann, werde ich hier gleich berichten und euch Bilder einblenden. Ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, ab in die Dusche mit mir. Ihr seht, meine Haare sind gewaschen und auch geföhnt. Und ihr habt wahrscheinlich eben schon in der Dusche gesehen, ich war nicht besonders begeistert. Man muss diese Seife mega lange zwischen den Händen rubbeln, bis da überhaupt Seife entsteht. Und das ist so mega nervig. Und in der Dusche riecht das Zeug auch nicht mehr so gut wie in der Packung. Also meine Haare riechen eher nach Wanze. Kennt ihr den Geruch von Wanzen? Ich habe als Kind voll oft Käfer gesammelt und so, deswegen weiß ich, dass wenn man die berührt, dann stinken die halt voll. Und ja, die haben jetzt eher so einen Wanzengeruch als einen angenehmen Geruch und das stört mich extrem. Außerdem beim Kämmen, da haben meine Haare richtig gequietscht und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich brauche dringend Spülung. Und deswegen habe ich mir dann nochmal Spülung reingeknallt, weil es ging absolut gar nicht. Das ist für mich ein absolutes Flop-Produkt leider. Erst dachte ich, hätte so voll so, yay, voll das geile Produkt. Aber dann war es so, echt schade, aber es kann ja leider nicht immer alles super sein. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen und fleißig zu kommentieren. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao.